Hallo und herzlich willkommen wieder bei Star Wars Battlefront 2. Wir sind auf den sehr seltsamen Planeten Pilo gelandet mit Luke Skywalker und müssen jetzt diese Höhle erkunden. So wollen wir ein paar nette Stormtrooper. Vielleicht war es noch mehr. Ausgelöscht, so. Oh, what the fuck? Ich bin wohl nicht der Einzige, der sich wünscht, dass Imperium wäre nicht hier. Was ballern die denn bitte? So. Ja, ich hab ein Lichtschwert. Cool, ne? Wo sind sie denn da so? So. Das war's, let's go. Haben die auch so einen Schlüssel? Oh, der hat auch einen Schlüssel hier. Was? Wo ist er denn? Ach, nicht mehr so ein komisches Geschütz. Ach nee, Alter. Alter, Junge. Ja, so eine Scheiße. Oh, Auge juckt hier, ey. Ja, komm, du schießt erstmal auf mich. Na komm. Schieß. So, erstmal du bist weg. So, let's go. So, weg mit dem Scheiß hier schon mal. Was ist das? Gibt's hier irgendwo was? Wir sitzen fest. Mach mal das Mikro hier. Okay. Oh, okay. Wer sind Sie? Ich habe Sie rufen gehört. Ich klang, als würden Sie Hilfe brauchen. Ja, das stimmt. Könnten Sie mich wohl hier rausholen? Halten Sie still. Also hatte jetzt schon ein bisschen mehr Angst. Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Eine typische No-Brain-Antwort, Alter. Das wird nicht bringen, aber das hier. Warten Sie! Idiot. Ja, das hast du davon, ne? Oh, ja, gut, beide, ne? Ah, Luke Skywalker ist ja noch da. Sieht unfassbar gut aus. Ich kenne 100 Geschichten über die Jedi. Als Junge auf Coruscant fand ich sie unheimlich, aber sie? Kommen Sie. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier raus wollen. Da kann man eigentlich nur zustimmen. So. Sie suchen also etwas. Ja, Kunden. Ich auch. Anscheinend hat die Macht uns zusammengeführt. Moment, also. Na, was für ein Glück. Es ist immer mehr als Glück. Klar, die Macht. Haben Sie damit meine Männer erledigt oder war es Ihr Lichtschwert? Es tut mir leid. Dachte ich. Also, warum lebe ich dann noch? Die ließen mir keine Wahl. Sie schon. Die Animation vom Laufen macht mich irgendwie kürzer. Das sieht so unecht aus. Na nee, egal, gehen wir weiter. Also beim Laufen haben sie sich ein bisschen was gespart, wollte ich sagen. Aber so ein Vieh war da schon mal auf Endor irgendwo. Da. What the fuck?
Helfer. Geben wir uns gegenseitig Deckung, okay? Tja, ich habe wohl keine Wahl, oder? Hä? Wo denn? Sehe ich irgendwas nicht? Hä? Ach, da. Ja, ein Käfer oder was? Das war's jetzt. Das. Okay, zwei. So, fuck you. Warum greifen die Dinger uns an? Sie sind wütend. Wir sind hier die Eindringlinge. Ey. Bernstein. Er ist wie Durastahl. Das Zeug wird fast sofort hart. Und zerspringt auch bei Kontakt. Es ist hier. Wir nähern uns dem Observatorium mit dem Verraten. Darum sind sie also hier. Keine Sorge. Ich will es zerstören. Na dann ist ein Gang. Let's go. Alter. Diese Viecher machen mich echt kill. Moment. Das Observatorium ist geschützt. Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe, explodiert die ganze Höhle und begräbt uns. Ja, super. Alter. Mist. Was steckt in dem Bernstein? Ach, oh, wir können das nur beheben. Bitte so schön. Besser. System aktiviert. Jetzt tickt die Uhr weg. Ja, super. Was kannst du eigentlich? Ihr Verteidigungssystem stört die Biosphäre. Ich glaube, wir wecken die Käfer auf. Ach nö. Ich halte sie auf. Machen sie weiter. Oh, wo kamen die zu weit aus? Oh, wait. Deine Verteidigung. Läuft's. Alter, warum krieg ich denn so hart Damage? Also das ist Hardcore, ne? Aber schon hart. Eigentlich. Für Käfer. Käfer sehen nicht gerade glücklich aus. Oh Mann, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. What the fuck? Alter Vater. So, ja, komm mal rein. Hilfe! Hä? Wo denn? Hier ist keine Sau! Was bist du eigentlich für eine Pfeife? Hier war keine Sau. Du hast einfach auf. Oh, warte mal. Oh, nein, so. Hier kommt die kleine neue. Weil. Bei Dell sollte aber keiner sein, ne? Ja. Zack. Moment, du kommst erstmal her. So ist gut. Oh, ey, what the fuck? Warum? Ey, von meinem Arsch weg! Alter, geht ihr auf den Sack. Wo ist das andere? Ah, da! So, komm, mach deinen Job. Woo. Ich schwebe dabei. Woo. So, zack. Guck mal, Analplug. Warte. Geil. Oh, hoppala. Ja, komm, gib Gas. Alter, Alter. Okay, das Zielsystem ist etwas komisch, finde ich. Persönlich. Ha! Hä? Wie ist denn der durchgekommen jetzt? Ja, mach doch.
So, zack, 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 zack. Wo kommst du denn her? Zack, 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 zack. So, jetzt machen wir unseren Special-Angriff. Bums. So, no problemo. Oh, aua. Leute, what the? Das Spiel leckt ein bisschen, habe ich das Gefühl. Du gehst mal von Dell weg, ja? Ey, ihr geht mir so auf den Keks, ne? So, Bams, Alter. Hä? So, pisst euch jetzt. Was auch hinter den Türen ist. Die Käfer mögen es nicht. Da ist kein Schloss an dem Ding. Wie soll ich da bloß reinkommen? Mit dem Schlüssel. Warum hat der Imperator einen Bunker, der sich nur mit der Macht öffnen lässt? Sagen Sie es mir. Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen? Ich meine, Sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den falschen Dingen gefürchtet. Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt. Schrott. Entschuldigung, muss gerade was sehen. Das ist alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist das? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Logic. Danke. Ja, bitte. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Also ich glaube, der wird vielleicht gut. Gut, dass wir uns getroffen haben, Dell. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Dell. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit Ihnen sein. War die geilste Aussage, was der Typ hier gemacht hat, ohne Scheiß. Geil. Willkommen zurück, Miko. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Glenn. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dem Admiral trauen. Springen Sie nach Vardos. Reale Festung. What the fuck ist das denn? What? Was ist das denn? Das ist die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Oh. Wenn das so. Oh shit, das sind so Stahlen. Not gut. Not gut. Die Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber. Der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat. Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Oh. Bitchfight.
Aktiviert die Satelliten sofort. Oh. Fliegen Sie nach Vandos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Gleb. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Ist alles. Oh, der hat, also. Kontaktieren Sie Agent Husk auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. Okay, also. Jetzt meine kurze, mal so ein Tipp, was mir jetzt gerade so eingefallen ist. Ich habe das dumme Gefühl, dass der Husk ziemlich scheiße wird und dass wir jetzt quasi uns quasi ausplippen. Miko und wie heißt der? Aiden. Das könnte ich mir so gut vorstellen, aber ich denke nicht, dass sie da irgendwie, ne, sich abspalten vom Imperium. Aber dafür sind sie zu treu einfach. Aber man merkt, wie Luca da gesagt hat, ich spüre einen Konflikt in dir. Dann nehmen wir mal los. Wir finden Protektorat Lab im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lag? Komm an. Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Mit dem Kommentar. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxis verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind entbehrlich. Unsere Leute gehen vor. Unsere Leute. Junge. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Wie kurz gibt. Jo, danke schön. Was ich gerade sagen wollte ist. Warum lassen die denn echt die. Echt sie? Warum? Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach, keine Ahnung mehr. Geh einfach weiter. Achso, wie du gerade sagte, da spürt ein großer Konflikt in ihr. Ja. Ich glaube, die hat gerade. Und ich glaube, dass Ashen Husk ziemlich scheiße wird. Mit dem Kommentar, was er gerade gemacht hat, hätte er eigentlich mal so eine Schelle verdient. Ich glaube, das wird nicht sein. Macht auf jeden Fall mehr Sinn. Als, ja. Sind wir wirklich wegen einer Person hier? Zivilisten könnten sterben. Außerdem gefährden sie auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesen. Was sind nochmal eigentlich raus? Die Troopers sehen aber extrem gut aus, muss man einfach mal sagen. Jetzt hängt der auch schon so an, Alter. Wie ist eigentlich der da? Ich bin dein Vater. Okay, und bevor wir jetzt da reingehen, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Sorry für den Cliffhanger, aber ich muss die Folgen so machen, sonst ist das Ganze bescheuert. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.